Und es geht weiter mit einem neuen angespielten Video zu einem kostenlosen Browser-Game. Das Ganze nennt sich hier Harbor World, kommt aus dem Hause Upiers, die Bamberger Spieleschmiede, die auch schon, habe ich kürzlich vorgestellt, Ghosty Manor, My Sunny Resort und CoKG gemacht haben. Und das hier ist jetzt so eine Logistik-Simulation, ein Aufbausimulationsspiel mit einem Hafen. Das heißt, ich bin hier Kapitän, baue hier einen Hafen, kümmere mich darum, dass die Schiffe pünktlich von A nach B kommen. Und genau, das Ganze wird im Browser gespielt, basiert aber nicht auf Flash, sondern, das habe ich mir jetzt im Quelltext ein bisschen so angesehen, anscheinend mit so einem Unity 3D-Plugin. Das heißt, kein nervig abstürzendes Flash-Player-Plugin, sondern mit Unity für den Browser. Genau, und ich bin jetzt hier in den ersten Minuten des Spiels und mache das Tutorial, zeige kurz das Interface her und werde das Game vorstellen. Man hat hier unten dann später seine Freunde, die kann man hinzufügen und über die wahrscheinlich gewisse Boni bekommen, wie man das schon kennt. Ich hoffe nur nicht so nervig wie: Hey, Farmville, an alle 300 meine Facebook-Freunde schicken und sie auf ihrer Timeline nerven. Dann habe ich hier verschiedene Gebäude, die ich bauen kann. Trockendock und Schwimmdock und Touristenpier und so weiter und so fort. Die kann ich allesamt auch wieder, bewegen. Also, wenn ich sage, nö, dort wollte ich das nicht, kann ich das einfach hier nehmen und woanders hinziehen. Aber ich denke mal, das passt schon hier, genauso wie dieses Gebäude. Kann ich auch verschieben, wie und wo ich möchte. Im Weg stehen hier so Bäume, die kann ich aber abernten. So, den Modus verlasse ich erstmal wieder. Und dadurch bekomme ich Rohstoffe. Es gibt hier 1, 2, 3, 4 Rohstoffe. Wenn ich etwas abernte, bekomme ich 5 davon jetzt in dem Fall. Und Erfahrungspunkte, die sammle ich auch ein mit einem Mouse-Over. So, kann auch im Vollbild gespielt werden. Das heißt, Full HD hier, 1080p, das freut mich immer persönlich für eine Aufnahme. So, dann gibt es hier später noch so Achievements wahrscheinlich. Ach, sorry, ganz vergessen. Das Game ging Ende März 2015 in die Open Beta, also relativ neu, erst paar Tage alt. So, und ich mache mal einfach weiter hier mit Captain Iglo. Oh, Product Placement, kaching, wieder mal 100 Euro bekommen. Ich soll mein Lager mit Holz auffüllen, ist die Mission. Das heißt, ich ernte hier diese ganzen Bäume ab. Der Browser-Game-Aspekt so ist dadurch geregelt, ich habe hier Energie. Und zwar aktuell ein Maximum von 30. Das füllt sich im Minutentakt, also nicht jede Minute, aber alle paar Minuten füllt sich da ein Punkt auf. Das heißt, ich mache alles, dann warte ich ein paar Minuten, eine Stunde oder wie auch immer, dann kann ich wieder weiter tun und treiben. Und wenn ich aber nicht warten möchte, kann ich mir das mit der Premium-Währung hier, das sind Diamanten, sieht aus wie Wassertropfen, aber das sind Diamanten, mit denen kann ich hier wahrscheinlich die Energie auffüllen, genau. So, dann mache ich hier weiter bei der Ressourcenbeschaffung. Für die Grundversorgung des neuen Hafens wird noch Holz benötigt, habe ich erledigt und bekomme 800 XP und 45, ich nehme mal an, das sind Eisenbarren. Level 2. So. Wem der Sound zu nervig ist, man kann hier alles einzeln ausstellen. Also einmal die User-Interface-Geräusche, dann die Wellen sogar. Jetzt ist es ruhig hier. Ich mache die mal wieder an, denn das ist ja hier so ein Hafenspiel. Und ja, noch die ganzen anderen Hintergrund-Sounds. Der erste Schritt. Ich kann es kaum erwarten. Arr, ich kann es kaum erwarten. Die ersten Blaupausen meiner eigens erstellten Arana-Klasse der Werft zu übergeben. So, jetzt soll ich hier ein Trockendock bauen. Ist in Ordnung. Das Spiel schlägt mir hier vor, ich habe hier zwei Plätze, ich soll es mal drehen. So, und zum Beispiel dann hier hin bauen. Oder daneben. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Pirat oder der Seemann. Aber das wird, denke ich mal, egal sein. Genau. Alle Gebäude natürlich, die muss man ausbauen. Das dauert ein bisschen. Oder aber mit Diamanten, mit der Premium-Währung, kann man das überspringen. Und für das Video mache ich das jetzt auch mal. So, ein Diamant. Und diese Minute ist abgekürzt. Am Anfang wahrscheinlich unnötig, aber später, wenn das dann mal eine Stunde dauert und man trotzdem Hummeln im Hintern hat, kann man das wohl überspringen. So, 100 XP. Nimmst du die mit oder nicht? Ich soll hier
Oh, ich habe nicht gelesen, sorry. Ich soll, ja, erstmal diese Mission abgeben, sowieso. Level 3 und jetzt verfügbar Seehundbrunnen. Ah, Attraktionen sogar. Mit Wassertierchen baue ein Sägewerk. Das habe ich doch auch schon gesehen. Das sind jetzt also die Produktionsgebäude. Das kann ich mir wohl aussuchen, wo ich das platzieren möchte. Ein Sägewerk natürlich ganz nahe an der Quelle dran. Hier, direkt beim Wald, baue ich mal. Dauert 1,30, aber like a boss, einfach überspringen. Viele meiner Aktionen, welche ich durchführe, benötigen Energie. Ja, darauf achte ich. Und wenn man ein Level-Up hat, sollte sich das immer automatisch auffüllen. So, habe ich es in Erinnerung. Bau ein Sägewerk abgeschlossen, sauber. Und Level 4, es geht ja schnell. Holzlager, Erzmine und ein Schwimmdock ist verfügbar. So, dann würde ich mal sagen, schaue ich zum Captain Iglo. Härter als Holz. Baue eine Erzmine. Also das sind wohl Erze. Dann das sieht aus wie Kohle und wahrscheinlich Öl. Denn Öl wird hier groß geschrieben. Nicht nur hier. Öl schreibt man allgemein groß. So. Erz, muss ich sagen, sehe ich hier nirgendwo, oder? Ist hier irgendwo Erz? Naja, egal. Dann baue ich das vielleicht direkt irgendwie so daneben. Dass das auch halbwegs Sinn ergibt. So, und 2 Minuten. Och, das waren jetzt aber schnelle 2 Minuten, muss ich sagen. Durch den Bau der ersten Produktionsgebäude gelangst du nun leichter an Ressourcen. Probiere es aus. Ah, also, wenn ich nicht diese Bäume hier nehme, dann kann ich auch zusätzliche Produktionen starten. Und das dauert dann und dauert dann. Und deshalb sollte man eben, ja, von Zeit zu Zeit mal reinschauen. Später, wenn alles läuft, ein bisschen was starten, ein bisschen was anklicken. Und dann kann man wieder einen Tag oder ein paar Stunden Pause machen. So, baue eine Erzmine, alles erledigt und ich hole mir die Belohnung ab, bin Stufe 5 und kann nun ein Hafenamt errichten. Ich will aber jetzt mal verdammt nochmal diesen Baum abholzen. Das kann ich aber nicht, wenn immer wenn so ein Pfeil ist, dann darf man nichts anderes machen hier, außer das, was das Tutorial haben möchte. Dann mache ich mal weiter. Mein eigenes erstes Boot soll ich bauen. Oh, was bekomme ich denn hier? Das ist mal nett, Moment. Jetzt bin ich gespannt, wie ich mein Boot bauen kann. Und zwar ist hier ein Pfeil und hier steht Schiff bauen. Welches? Arana-Klasse, Fenserfischer, Akuma-Frachter, Mac Blackfield Öltanker. Oh je. Bitte nicht kentern, denn das wird teuer. Ich sage nur BP Oil Spill. Da gibt es auch ein lustiges Video dazu. So, und ich würde mal sagen, like a Captain Iglo, einfach überspringen. Jetzt soll ich meine Freunde einladen. Ja, und die können mir dann helfen. Ich weiß nicht, was die machen können. Rohstoffe bringen. Je mehr Freunde ich habe, desto schneller geht's hier voran. Also, das kennt man schon. So, hier. Ich heiße übrigens Spieletrend mit Doppel-D. So heiße ich in allen Upias Games. Oder in den meisten, ja. So heißt mein ganzer Account. So, hinzufügen. Spieletrends mit einem D. Den echten. Nein, ich bin echter mit Doppel-D. Nur echt mit Doppel-D. So, Boot gebaut. Und E-Mail-Bestätigung. Ja, machst du mal später. Dankeschön. Bonusgeschenk. Mit jedem Kauf von Premium-Währung ab 150 Diamanten gibt es etwas geschenkt. Und starte Open Beta. Genau. Jetzt ist die Open Beta. Bei einer Open Beta von Upias werden keine Accounts mehr, meistens zumindest, zurückgesetzt. Das heißt, man kann feuchtfröhlich loszocken. Und so sieht's aus. Ich habe eine Statue bekommen, die ich hier irgendwo platzieren kann. Sehr schön ist das wegen der Open Beta jetzt gewesen. Wohin? Die muss irgendwo im Zentrum stehen. Oder beim Hafen? Nö, beim Hafen nicht. Bam, hier daneben. So, da steht sie. Und jetzt kann ich endlich mal diesen Baum abholzen. Dankeschön. Und was kann ich hier tun? Oh, warte doch. Nicht wegfahren. Bleib hier. Was habe ich getan? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ach so, das soll hier andocken. Das war dieser Button. Oder er kann wieder zurück. Verstehe. Und was kann ich noch machen? Das Schiffsdatenblatt. Hier einen Stern, hier einmal bei Holz, hier einmal bei Kohle oder so. Genau. Na gut, hier liegen XP rum und das Holz, genauso wie hier. Dann starte ich doch nochmal eine Produktion. Das kostet eine Energie, oder? Und 40 von diesen, wie heißen die? Schiffstaler? Hafendollar. Naja, fast. Immerhin. So, und dann starte ich hier auch noch was. Natürlich. Natürlich.
Schicke dein Boot in ein fernes Land. Ach, okay. Und Moment mal, was war denn dieser Piratenhut da? Schiff beladen soll ich. Wo habe ich mein Inventar? Nö, das ist ein Radar und kein Inventar. Dann befülle ich mal mein Schiff. Sehr schön, wie viel darauf passt, muss ich sagen. Das lohnt sich ja. Auf Reise schicken. Wohin? In einen anderen Hafen. Wer möchte mein Schiff haben? Oh, ah, aha. Captain Drösbart. Wohin? Natürlich nach Deutschland. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Warum mache ich so eine Accent für Deutschland? Deutschland. So, wo bin ich? Ich bin hier, oder? Bin ich hier oder bin ich da? Auf dem Radar. So, da kann ich schauen, wo sich meine Schiffe befinden. Fahrtziel Deutschlands. In 5 Minuten. Verstehe. Na gut, also das ist wie gesagt dann so logistisch in die ganzen Länder. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Karte auch gibt und so. Ich hätte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Freunde besuchen. Die Zeit, in der unsere Schiffe unterwegs sein werden, kannst du gut nutzen. Ich habe noch keine Freunde. Ach hier, die Bäume sind meine Freunde. Hallo Bäume. Hallo Schilling. Ach so, das sind meine Freunde. Ich habe aber viele Freunde. Ein Maximum von 5000 hat man ja normalerweise nur bei Facebook. So. Mein Boot ist losgeschickt. Dann würde ich sagen, mache ich mal folgenden hier. Ein Zaubertrick, Trick 17. Einfahrt gewähren. Das will ich ja mal hoffen. So, sehe ich jetzt den Hafen in Deutschland? Wohl nicht, schade. Meine Belohnungen, ein Papagei. Ach, hier ist das. Das sind Sammlungen. Ah, genau, das habe ich schon gesehen und gelesen. Das heißt, wenn ich das alles gesammelt habe, bekomme ich so eine Prämie. Und da kann ich mir Premium-Währung dazu verdienen. Cool, sehr nett. Gibt es hier so einige. Yo, das ist erledigt. Und diese Statue ist nicht nur kosmetischer Natur, sondern gibt mir sogar einen Bonus. Und da kommt es zurück, das Schiff. Warum fährst du so Kurve? Ja, bestimmt. Genau. Da Fast and the Furious Harbor Edition. Definitiv. So, und dann noch ein 360 am Ende. No Scope auf jeden Fall. Besitze ein Schwimmdock. So, von der Küste oder vor die Küste platziert steht hier. Dann würde ich mal sagen, nein, nicht verschieben, sondern ich will ja bauen. Sorry. Hafen, Schwimmdock und zwar klein, mir fehlen Ressourcen. Das heißt, ich soll hier nochmal ein bisschen produzieren und so weiter und so fort. Genau, oder Frachten aufladen und wohin schicken und liefern. Jo, aber das ist so grundlegend mal Harbor World von Upias in der offenen Beta-Phase. Ohne Key kann jeder losspielen. Und ich denke mal, später kann man dann hier noch das Holz ein bisschen wegmachen, mehr bauen, das alles vergrößern. Irgendwo hat man dann eventuell seine Freunde sogar, wie die eben gesagt haben. Da kann ich zu denen schauen und die Produktion vorantreiben. Genau, das ist das Game. Ab sofort in der Open Beta. Das war mein Angespielt dazu und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.